Moin Leute, was geht ab? Motoflo ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Falls meine Stimme heute ein bisschen anders klingt, das liegt daran, dass ich das Wochenende mir richtig hart einen reingetrunken habe. Also richtig. Und gestern waren wir auf so einer Schaumparty, ne? Alter Junge, ging das ab. Aber anderes Thema, wir haben heute am Spot einen Ehrengast und es ist kein geringerer als Trommelwirbel. Luis Pigalla. Er ist mit seiner Aerox, glaube ich, da. Ich will es hoffen, weil ich will mir das Ding auf jeden Fall gleich mal angucken. Mit dieser Aerox, ich kann nicht mehr reden, ne? Mit dieser Aerox, die er mit Bennett am Aufbauen ist und genau das Ding. Ich denke mal, wenn er Bock hat, wird er noch meine fahren. Die geht zwar jetzt, das ist wieder die kaputte Polini Highspeed drin. Deswegen zieht die Aerox nicht mehr ganz so krass. Aber man kann es auf jeden Fall noch machen. So. Ist jetzt nichts mehr Wildes. Boah, Digga, ich habe jetzt voll lang nichts mehr gesagt. Einfach kurz ausgepasst, Alter. Boah, wir haben es auch irgendwie 13 Uhr oder so und wir waren erst um 6 Uhr wieder zurück. Ich habe bis 12 Uhr geschlafen, war stramm wie 10 Holzrussen. Also, ich merk's auf jeden Fall noch. Moin Willi. Ich merk's definitiv noch, ja. Ob man so fahren sollte? Nein. Ob ich es trotzdem mache? Ja. Warum? Weil ich es kann. Muss hier rein. Oh, die hört sich gar nicht gut an hier, die Karre. Ich muss einmal freiblasen. Bin ich noch besoffen, Alter. Du bist auch dieser Luis, oder? Ich kenne man doch von YouTube. Der hat wieder seinen Sonnenhoodie an. Ja, ja. Damit er auf der Kamera auch auffällt, ne? Mofa nicht an, oh! Ja.
Leute! Endlich normale Leute! Moin, ich bin Florian. Florian, hat mir gehört. Du hast es auch drauf, wunderbar. Ja, normal. Voll normale Leute hier. Echt? Ja, das ist ein Yamaha-Roller, ne? Yamaha-Roller brauchen keine Liebe, die brauchen nur Hass. Die brauchen Schlampen, Digga. Aber ich kann keine Circles. Der 70, 21er Vergaser, Orivelle und Vario halt, ne? Alter, und ein C16 City. Ja, den hast du auch noch. Absicht. Und wenn mein Kennzeichen abbricht, dann ist das nichts mehr mit Haftpflicht. Guck in die Ferne, sehe Kopf.